die von renommierten Hirnforschern wie zum Beispiel Henning Beck unterstützt wird. Und da setzen wir jetzt darauf auf, weil Dr. Sven J. Körner, einer der Founder von Things Thinking, sagt, wir machen jetzt einfach, wir warten nicht auf die Studienergebnisse. Er will in einer Art Beta-Modus die Bildung revolutionieren. Und zwar in dem Modus, den ihr kennt, Erkenntnisse gewinnen, Fakten schaffen, neu denken, wiederholen, verbessern und in diesem Turnus die Dinge schon auf die Straße bringen. Es heißt, und ich weiß nicht, ob das Desinformation ist, dass Things Thinking eine Maschine gebaut habe, die über gesunden Menschenverstand verfügt und somit menschliche Aufgaben in verschiedenen Bereichen übernehmen kann. Ob das stimmt oder nicht, wird uns Sven gleich erzählen. Interessanterweise sollen die Vorhaben von Things Thinking durch LehrerInnen, RektorInnen, Bildungsinstitute stark gestützt werden. Also die Resonanz ist überwältigend. Interessanterweise machen neben Schulen auch Universitäten mit, wie zum Beispiel das Institut für Pädagogikforschung der LMU München. Und während ich jetzt Sven anmoderiere, Sven, vielleicht kannst du schon mal nach oben kommen. Er ist Cloud-Experte, Fachmann für Cognitive Computing. Er ist preisgekrönter Forscher im Bereich kognitives, oh, dir klingeln die Ohren, semantisches Computing und laut Medienberichten einer der Top 20 Experten für KI-Technologie mit Fokus auf Natural Language Processing und Semantik. Darf ich kurz eine Frage vorweg, bevor wir gleich loslegen? Eine Frage vorweg. Gerne. Die geht eigentlich, ich hoffe, du bist schon angeschaltet. 1, 2, Test. Ja. Eine Sache an unsere heißgeliebte Technik, der verabschiedet sich hier leider gelegentlich, unser Monitor, der hat einen Wackelkontakt. Das klären wir, er kommt aber immer nach 2, 3 Sekunden wieder. Während ihr das klärt, kurze Frage an dich, zum Halluzinieren und dem, was Ute eben gesagt hat. Erklär mir das nochmal, dieses Halluzinieren, ist es so, weil die KI arbeitet ja mit Wahrscheinlichkeiten, was als nächstes kommt. Kommt das Halluzinieren daher, dass die Wahrscheinlichkeiten sehr groß sind, dass das Sinn machen würde, aber totaler Quatsch ist? Was ist der Grund für Halluzinationen? Genau, also die Wahrscheinlichkeit ist, dass das nächste Wort, das man kommt, wenn man das macht, also was die Maschine macht, sie liest die 6 Worte, dann sagt sie, das 7. Wort ist wahrscheinlich das. Ja. Dann liest sie wieder von vorne, sagt, das 8. Wort ist wahrscheinlich das. Und in dem Kontext, wenn man einmal leicht falsch abgebogen ist, kommt man anstatt bei einer Antwort auf eine Mathefrage im schlimmsten Fall bei Napoleon raus. Das ist das, was passiert. Darf man der Maschine keinen Vorwurf machen, dafür wurde sie nie gebaut. Aber das ist genau das, was passiert. Okay, in diesem Sinne, du legst jetzt erstmal los. Du kennst bestimmt deine Inhalte auswendig. Oder für 2, 3 Sekunden wir da einen kleinen Bug drin haben, dann macht das menschliche Hirn weiter. Perfekt, Dankeschön. Guten Morgen alle zusammen, also sowohl online als auch hier vor Ort. Vielen, vielen Dank und danke für die Anmoderation. Ja, wir haben uns, also und ganz wichtig, gar nicht ich um das Thema KI und Bildung, sind ein bisschen reingerutscht. Ja. Und zwar folgende Hypothese, und ich meine, das wird Land auf Land ab besprochen, da gibt es zig Talkshows dazu, ist die ganze Thematik, hat unser Bildungssystem denn ein Problem? Ne? Da gab es zig Diskussionen zu Zeiten von Covid und. Sagt, hey, bereitet uns das Stand heute noch mit den Möglichkeiten, die wir haben, auf das vor, was wir in Zukunft brauchen. Ich werde regelmäßig gefragt, muss man nicht programmieren in der Schule unterrichten? Muss ich ehrlich sagen, kann ich gar nicht beurteilen, bin ich kein Fachmann. Ich glaube, logisches Denken und Liebe zur Naturwissenschaft, ja. Ob man programmieren muss in der Grundschule, weiß ich gar nicht. Ja, weil vom Prinzip her sind wir auch ehrlich, Dinge, die ich initial mal gelernt habe beim Programmieren, die kann man heute einfach nicht mehr benutzen, muss man auch wegwerfen, so alt bin ich schon. Ich glaube, die offen zu sein für Neues ist das, um das es eigentlich geht. Aber wie gesagt, das wird ja hoch und runter diskutiert, überall, ja, was passt, wir haben nicht genügend Lehrer, wir kriegen das und das nicht hin, das sehe ich jetzt auch als Vater von 3 Kindern. Man beäugt es ein bisschen, sagt, ich glaube, das geht besser. Ich sage so, meine Frau ist Lehrerin, da kriegt man auch ein paar Sachen mit. Und in der Kombi ist, glaube ich, zumindest ein bisschen Raum, das nach oben, ne, zu optimieren. Natürlich ist auch Bildung, wie wir alle wissen, das gut schlechthin. Das gilt vor allem, ich sag mal, für die westliche Welt und dann vorneweg auch für uns als einigermaßen rohstoffarmes Land. Wenn wir besser sind, sind wir besser, weil wir es besser können. Dafür müssen wir die Leute auch besser ausbilden. Und nicht jede PISA-Studie zeigt da, dass wir das noch so richtig gut können. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen. Die Theorien, und auch hier, das ist nicht unsere Arbeit, aber ne, dass sich die Arbeit an sich signifikant ändert. Da gibt es jetzt ganz viele Spekulationen, gerade im Bereich KI. Das kann sein. Wie signifikant das ändert, werden wir alle gemeinsam rausfinden. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, wir sollten schauen, dass wir darauf vorbereitet sind. Und gerade für die neuen Jobs, die entstehen, dass wir im Endeffekt sagen, ja, ich kann da umdenken. Ich hatte vor ein paar Wochen, nicht unweit von hier, bei einem großen Automobilhersteller eine Keynote. Da sitzen Leute, die gerade das letzte Dieselaggregat dieses Herstellers entwickeln.
die das auch gelernt haben. Und da waren 35-jährige Ingenieure im Raum, die so eine gewisse, ich sag mal, Sinnkrise hatten, weil sie sagten, ja, was machen wir denn dann danach? In 2 Jahren ist das Ding fertig entwickelt, ja, dann wird es noch 10 Jahre produziert. Aber das war's. Das ist der letzte, wahrscheinlich sogar der letzte Verbrenner dieses Herstellers, der entwickelt wird. Und ich sage, hey, ihr seid 35 Jahre alt. Habt ihr gedacht, dass das jetzt so weitergeht, bis ihr 70 seid? Vielleicht war das sogar mal so, aber da ändert sich die Zeit schon viel schneller. Und die sind ja alle clever. Ich sage, hey, dann machst du halt was anderes. Es gibt die, die denn die Herausforderung annehmen und sagen, jo, dann machen wir jetzt halt eh oder keine Ahnung was, ne? Weil sind ja alle nicht doof. Und andere hängen da ein bisschen fest. Und das kennt sicherlich auch der eine oder andere im Publikum. Und ich sage, ja, was mache ich denn jetzt? Sag ich, ja du hast halt Pumpeneinspritzdüsen gelernt. Gibt's halt in 10 Jahren nicht mehr. Sorry, mach was anderes. Ist nicht schlimm. Passiert uns in der Forschung, so wurden wir ausgebildet, natürlich tagtäglich. In der IT auch. Alle Sachen, die noch gegolten haben vor 20 Jahren im Bereich Software, kann es heute die Grundkonstrukte nicht, das sind genau dieselben, logisches Denken, ja, aber viele andere Sachen kannst du über den Haufen werfen. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Man muss sich nur geistig damit beschäftigen. Zum Thema Video-Learning, wie kam man da drauf? Gilbert Strang hat es ganz, ganz früh angefangen, dass es diese Videos schon gab. Und, seien wir mal ehrlich, für die Älteren im Raum, hier sind ein paar da, Sie kennen vielleicht auch diesen Kollegen hier, den Dr. Eberhard Weiß. Ich habe den ab und zu als Kind im Dritten auch mal angeguckt. Wie gesagt, da war ich noch nicht so weit, dass ich Eigenschaften von L von X berechnen konnte. Aber ich fand es zumindest spannend, dass jemand Mathe im Fernsehen macht. Telekolleg. Ne? Das heißt, die Idee dahinter, Leute auszubilden und auch zusätzlich auszubilden und vor allem kostenfrei, die gibt es ja schon länger. GZ mal abgezogen. Und darum geht es aber, um Bildung zugänglich zu machen. Und die Kollegen haben das echt cool gemacht und gesagt, hey, ich kann und will für mein Wissen und wie ich das lehre, gar kein Geld verlangen. Ja? Weil die Gesellschaft profitiert davon, wenn wir alle lernen. Und ich habe dann hier in Heilbronn, und das ist ganz spannend, zufällig auf dem Campus, und ich kannte ihn nicht übrigens, ne? Ich bin einen Tacken älter, den Daniel Jung kennengelernt und habe erst danach erfahren, dass er 1 Million Abonnenten auf YouTube hat und das ist mir dann aufgefallen. Man läuft über den Campus, dann kommen wildfremde Studenten her und sagen, hey, danke Mann, du hast mich durchs Abi gebracht. Und da habe ich es erstmal für mich festgestellt, ah ja, YouTube-Star funktioniert. Ne? Also für ihn, nicht für mich logischerweise. Und wir haben es aber ganz gut verstanden und Daniel war halt super interessiert, wie das ganze Thema mit KI und so läuft, haben uns ein paar Sachen angeschaut und dann meinte er, ey, ich habe da eine Idee. Ich habe ganz viele Mathe-Videos und kriegt da ganz, ganz viel Feedback von Leuten, die sagen, hey, das hilft mir brutal. Ja, wir sehen auch übrigens zum Beispiel, wann im Schnitt Jugendliche lernen. Und das ist ganz oft gar nicht dann, wenn normale Schulzeit ist. Und wir wissen auch, es gibt teilweise nicht genügend Lehrer, die das immer rechtzeitig bilateral mit einem Schüler machen können, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und vielleicht kann man das unterstützen. Und durch in Anführungszeichen einfachste Videos, die Daniel macht, funktioniert es erschreckend gut. Das gleiche gilt für Lehrer Schmidt und wie sie sonst noch alle heißen. Und jeder Schüler kennt diese Leute, YouTube lernen. Ist so. Die Plattform ist im Endeffekt so, wie es Daniel mal gemacht hat. Sagt, hey, da können die Helfer und die Lernenden sich gegenseitig helfen. Da wird diskutiert und da sind hunderttausende Nutzer drauf. Und man guckt sich das an, denkt, was spannend, hat jemand privat gemacht, aber klappt irgendwie. Ja. Und die grobe Idee dahinter ist dann folgende. Daniel sagte, hey, ich schaffe es, dass anstatt 6 Seiten Mathe-Skript zu lesen, 6 Minuten Video reichen. Soweit sind wir. Die große Frage, und wie gesagt, das ist Daniels Idee gewesen, beziehungsweise von seinem Team, schaffen wir es, aus diesen 3000 Videos nicht bloß das passende Video zu finden, sondern die richtige Stelle im Video. Na, dann geht das Video nämlich bei 3 Minuten 36 los und zeigt mir genau das, was ich wissen muss. Also anstatt 6 Seiten, 6 Minuten, 30 Sekunden. Davor und danach, wenn ich mehr interessiert bin, kann ich spulen. Das Spannende ist auch, bei 3000 Videos gibt es oft mehrere Videos, wo das passt, also mehrere 30, 40, 50 Sekunden Abschnitte. Und Daniel sagt, deswegen geht sowas nicht mit dem, was ihr da baut. Na, Semantik, Verständnis, Text, Bild, Ton. Und meine Antwort war, ja, keine Ahnung. Und das war das, was vorhin bei der Einleitung auch schon kam. Anstatt den, ich sag mal, üblichen deutschen Weg zu gehen, der heißt, wir schreiben mal ein Positionspapier, das dauert 18 Monate. Dann machen wir eine Machbarkeitsstudie, das dauert nochmal 36 Monate und dann wissen wir, dass es eigentlich gehen sollte. Haben wir gesagt, weißt du was, den Teil lassen wir weg, wir bauen es jetzt einfach mal. Wir werden sicherlich eine Menge Fehler begehen, wir werden sicherlich auch viele Dinge finden, die gut funktionieren und andere Dinge werden wir einfach verwerfen. Macht's aber schneller.
Wie sieht die Studie aus? Just in diesem Moment übrigens läuft auch heute, gar nicht weit weg von hier, in Neuenstadt im Eduard-Morike-Gymnasium wieder ein Teil der Studie mit über 100 Schülern, also mehrere hundert Schüler, wo im Endeffekt geprüft wird, wie gut man Matheaufgaben lösen kann mit und ohne die Maschine. Die Schüler wissen natürlich nicht, ob sie zur Kontrollgruppe gehören oder ob sie wirklich die KI haben. Also das kriegt man nicht raus beim Arbeiten. Wir sehen es aber in den Ergebnissen. Theorie ist folgende. Hilft KI und Videos beim Lernen? Die Antwort ist ja, da gibt es schon zig Studien dazu. Video Nugget Learning ist etwas, was das Lernen an sich optimiert. Das mussten wir nicht mehr nachweisen. Das machen wir auch mit der Hochschule der Medien, die da mit uns kooperiert. Ne? Selber kommen wir vom KIT. Das messen wir genau, aber diesen Teil müssen wir nicht mehr klären. Da gibt es ohne Ende Studien dazu in der letzten Dekade. Die große Frage ist, macht dich das schneller beim Lösen von Matheaufgaben? Die Antwort stand jetzt ist ja. Weil du natürlich, wenn du was nicht ganz genau weißt, und ich habe die Aufgaben ja auch selber testgerechnet, dann hat man mal Mathe studiert, dann denkt man, wie war das nochmal? Man gibt die Frage ein, kriegt die Stelle, zurück die Videostelle, sieht, wie man es löst. Ganz wichtig, man kriegt nicht die Antwort, weil die ist ja logischerweise nicht im Video. Man kriegt aber den Teil vom Video, der erklärt, wie man das löst. Das heißt, die Transferleistung muss ich trotzdem bringen. Geht das mit allen Inhalten? Wir fangen natürlich mit Mathe an. Warum? A, haben wir genügend Videos, B, haben wir Millionen von Nutzern, mit denen wir das testen können, C, ist Mathe hinreichend einfach zu korrigieren. Auch da gibt es Diskussionen. Gibt es dann noch einen Teilpunkt für einen Lösungsweg? Ja, nein. Wenn wir das Ganze jetzt mit Deutsch aufsetzen beginnen, dann wissen wir, kannst drei Lehrer fragen, kriegst zum gleichen Ausarbeitung vier Meinungen. Ist schwierig, wissenschaftlich auszuwerten. Aber gehen tut es auch, und das machen wir jetzt schon mit Firmen, mit Lernvideos und Firmen, wie ich den Gabelstapler passend in dem Kontext da hinten reinfahre. Ja, wenn es 40 Videos zum Gabelstapler gibt, aber nur diese 20 Sekunden zählen. Das heißt prinzipiell ja. Die große Frage, hilft das auch zum besseren Verständnis? Und das ist eine These, die von den Lernforschern kam. Ganz ehrlich, wir wissen es noch nicht. Das ist genau das, was wir prüfen, weil die Schüler, die diese Übung machen, die machen das jetzt einmal mit der Maschine, also mit Support der Maschine und machen da wirklich eine Mathe-Klausur. Es ist beeindruckend zu sehen, dass dann fast alle da sind. Das ist das Thema, wie viel Bock hat man auf sowas? Ne? Man hat dann 107 Leute im Jahrgang und dann sind 107 Leute da. Und ich zitiere hier einen Rektor, der sagt, das ist das erste Mal in der Zeit, seit diese Schule besteht, seit 170 Jahren, dass bei einer Mathe-Klausur von 107 Schülern 107 Schüler da sind. Das gibt es nicht. Schon gar nicht in der Oberstufe, wo man sich selber entschuldigen kann. Ja, das heißt, da haben auch alle Lust drauf. Und auch das Feedback, das wir kriegen, ist, danach dürfen wir das Ding jetzt benutzen, also auch in Zukunft. Und die Antwort ist ab Mai ja, weil dann ist die Studie durchgelaufen. Bis dahin nein, weil eine Studie ist nicht sauber gemacht, wenn man schon anderen den Zugang dazu gibt. So funktioniert es nicht. Ja. Genau. Entsprechende Presseberichte. Wie sieht sowas aus? Man sieht hier tausende von Anfragen über diese 2 Stunden Klausuren. Man sieht auch, dass die Leute, die in der Kontrollgruppe sind, signifikant anders anfangen anzufragen, weil sie nicht die Ergebnisse kriegen. Also im Schnitt ist es so, dass die nicht die KI haben und die Videos im Passen, die haben die Videos auch natürlich, aber halt die Standard-YouTube-Suche, sage ich mal, die stellen 60% mehr Anfragen. Das sind die Zwischenergebnisse. Die finalen Ergebnisse, wie gesagt, wird es beim KI-Festival hier das erste Mal geben, am 1. Juli, inklusive den Prototypen. Und im Endeffekt ist die Zusammenfassung, hey, du musst nicht mehr wissen, wo es steht. Du musst trotzdem das Konzept verstanden haben. Du wirst Mathe nicht lösen, wenn du Mathe nicht verstanden hast, nur weil du an die richtige Stelle kommst. Du kommst nur viel schneller an die Geschichte ran. Es gibt einen Prototypen, für die, die interessiert sind, auch einfach mal melden. Sie können damit rumspielen, Sie können damit arbeiten. Ja? Der ist, wie gesagt, ab Mai so und so zugänglich. Da machen wir auch Schülerwerben Schüler. Es gibt ganz viele, die sagen, ich würde das meinem Kumpel auch gerne zeigen. Sagen wir ja. Wenn die Studie durch ist, könnt ihr das auch haben. Ist überhaupt nicht schlimm. Ganz, ganz wichtig, das darf und soll unserer Meinung nach, und da sind wir bei Telekolleg und Co., das darf nichts kosten. Im Bildungssystem, wenn Leute irgendwas machen mit Software und Bildung, ist es ganz oft so, ja, kostet 10 Euro im Monat. Und wiederum haben wir dieses elitäre Problem, das wir eh schon haben, dass das Thema Bildungsgerechtigkeit einfach dadurch eingebremst wird, dass Leute, ich sag mal, 120 Euro im Jahr überweisen müssen, um vielleicht eine Plattform zu nehmen, die funktioniert. Sagen, das darf nicht so sein. Das muss für alle zugänglich sein, deswegen testen wir es auch auf allen Schulen. Es kann sehr gut sein, dass wir unterschiedliche Ergebnisse kriegen, je nach Schulart, wie das angenommen wird. Also erwarten wir sogar in gewissen Bereichen. Und dann müssen wir nachsteuern. Aber der Trick ist, wir probieren es einfach mal. Und wie es vorhin schon hieß, schaffen Fakten. Und wir werden es dann schon lernen. Und dann können wir immer noch nachgelagert ein Positionspapier schreiben und sagen, ich glaube, man will das haben, Klammer auf, wir haben es schon, hier können das haben, fertig. Ja, also, wie gesagt, die Version kommt auf dem KI-Festival. Die
die fertige werden wir da auch entsprechend hier in Heilbronn dann präsentieren. Wir erwarten die auch dann einige 100 Schüler und die entsprechenden Lehrer dazu. Was ganz, ganz spannend ist, wir sehen so ein bisschen wie in der Gesellschaft, es gibt wirklich viele Rektoren, Lehrer, die sagen, super Idee, machen wir mit. Und es gibt noch mehr, die sagen, nö, möchte ich nicht. Und das ist okay. Natürlich können wir uns aktuell nur um die kümmern, die da mitmachen wollen. Die sagen aber, hey, es sind eh zu wenige da. Ich kann nicht das machen, was ich gern tun würde mit meinen Schülern. Und wenn das System das ein bisschen, ich sag mal, parallel zu mir macht und unterstützt, ist das super. Ganz wichtig, dieses System soll nicht irgendeinen Lehrer abschaffen. Das soll, wenn überhaupt, in der Lehre helfen. Deswegen arbeiten wir auch mit den Lehrern zusammen. Das Spannende am Feedback ist, und das ist nicht auf unserem Mist gewachsen, das ist purer Zufall, ist, dass die Rektoren und Lehrer sagen, ihr seid die Ersten, die sowas tun, die uns fragen, wie wir es denn machen würden. Weil natürlich auch kein primäres Monetarisierungsprinzip erstmal dahinter steckt, im Sinne von, wie viel Geld holen wir denn pro 10 Euro pro Monat von jedem Schüler raus. Sondern, hey, wie wird man es denn wirklich machen wollen? Und wie gesagt, wir wissen da viel nicht. Deswegen, jeder, der hier im Vortrag so zuhört, Ideen hat, Hinweise, bitte melden. Wir sind dafür alles offen. Wir probieren es einfach, ne? Spielen damit. Das heißt, das Schließen von Wissenslücken, egal ob jetzt im Corporate-Umfeld oder eben Schulen, studentisch und so weiter, das ist die Thematik. Schneller Sachen zu finden, zu sagen, hey, das kannst du morgen auch. Ja, nicht die Aussage, sage ich meiner Tochter immer, das kann ich nicht. Die richtige Aussage ist, das kann ich noch nicht. Und wenn wir es dann schaffen, dass die Leute immer sagen, ey, kannst du mal kurz aiden? Und aiden in dem Fall, das ist die Abkürzung AI Education, die wir für dieses Projekt benutzen, Stand heute, dann ist das, glaube ich, ganz spannend. Das heißt im Endeffekt, ne, einfach mal machen, lieber jetzt als nie. Und wie schon gesagt, für die, die es interessiert, wir kriegen inzwischen zahlreiche Anfragen von Stiftungen und Co., die es mitbekommen. Wir bekommen auch, und das ist leider wieder ein bisschen symptomatisch, Anfragen von Herstellern von Bildungssoftware, aber allesamt aus dem nordamerikanischen Raum. Wo wir auch sagen, das ist gar nicht die Idee dahinter. Wir wollen das auch nicht monetarisieren, je nachdem, wie die alle heißen. Ja, auch ein Google Classroom oder ein D2L und. Das sind Riesenfirmen, die eine Menge Geld mit Bildung verdienen. Die haben es gleich auf dem Ohr und sagen, oh, spannend, lass uns mal mit denen reden. Tun wir auch. Unsere Meinung ist aber, das sollten wir einfach so hinbekommen und den Leuten auch so zur Verfügung stellen. Das heißt, wie gesagt, wer da Lust hat, bitte, bitte melden. Bitte gerne auch mitmachen, egal in welche Richtung. Und ganz, ganz wichtig, im Schluss zu erwähnen, auch rechts unten steht es auf der Slide, dieses ganze Vorhaben wäre nicht möglich ohne die Unterstützung des Landes Baden-Württemberg. Ja, weil auch hier ist seit Jahren diese Aufbruchsstimmung da, wo man sagt, hey, wir stecken auch mal Geld in was rein. Wir machen das jetzt mal. Ja, und wir fördern auch mal diesen Teil der Forschung. Ja, das ist wichtig, deswegen auch danke all den Leuten, die da mitmachen, weil ansonsten würde sowas nicht passieren. Dann ist es eine gute Idee und keiner macht's. Und in der Kombi, auch vielen, vielen Dank für die, die bisher mitmachen. Und wie gesagt, Fragen, Ideen, Anregungen jederzeit. Dankeschön. Sven, tausend Dank. Wir haben Fragen im Netz. Wir sind auch super neugierig auf eure Fragen hier an den Mikrofonen. Lass mich mal, die Schrift ist so klein, deswegen muss ich immer meine Brille aufsetzen. Also, es ist ein bisschen Reality-Check jetzt hier mit draußen. Also erstens tausend Dank hier an dich. Jemand schreibt, dann müsste es nur noch kostenlose oder zumindest kostengünstige Geräte für SchülerInnen geben. Ja, die Session wird nächste Woche online verfügbar sein. Also ihr könnt das alles auch an Schulen weiterleiten. Andere Frage, habt ihr, apropos an Schulen weiterleiten, habt ihr irgendwelche Gimmicks, Tutorials, irgendwelche Speaks, wo du sagst, geht auf unsere Website? Stand jetzt nicht so wirken. Wir haben bloß aiden.com, wo man drauf gucken kann. Und wie gesagt, für die Studie ist es so, dass wir echt die Schulen, die sich beworben haben, genommen haben und haben gesagt, jetzt ist die Studie voll. Wir haben statistisch betrachtet hinreichend genügend Probanden, um das zu prüfen. Ich würde sagen, Ende Mai ist das Ding aber öffentlich und jeder kann jeden werben und jeder kann mit rumspielen. Das gilt auch für alle Schulen. Okay, ja, okay. Also das, umso mehr damit machen, umso mehr werden wir lernen. Ja, die Gerätenutzung und Verfügbarkeit ist ein wichtiger Aspekt. Hier gibt es zum Teil interessante Leasingmodelle an Modellschulen, sagt jemand, aber leider auch keine flächendeckende Lösung. Oftmals ist die Administration und Wartung der Geräte an Schulen ein Problem. Diskutieren wir auch schon seit Ewigkeiten, also im Rahmen des Digitalpaktes, war das ja nie ein Riesenthema. Also was wir das, also wir haben uns da insofern wenig drum gekümmert, die Schulen, aber ich glaube, das ist halt auch wieder, wie heißt es so schön auf Englisch, preaching to the choir. Die Schulen, die mitgemacht haben, sind die, die auch eine vollständige Ausstattung haben, sind auch die, die es im Griff haben mit ihren iPads und Co. Wir haben gesagt, ey,
wie viele Schüler, also die, wirklich, ich zitiere Rektoren, wie viele Schüler brauchst du denn? Welche Klassenstufen? Da konntest du quasi bestellen. Die Kollegen aus der Statistikabteilung und die Hirnforscher, die haben gesagt, hey, ist krass, wie kommt denn die Schüler? Und sag ich, ja, das ist so Daniel Jung und überhaupt und so. Ne? Und haben gesagt, ey, wir bräuchten da vielleicht 100 aus der Klassenstufe. Ja. An dem Tag? Ja. 2 Stunden? Ja. Und jeder braucht ein iPad? Ja. Und da haben die das gemacht. Das sind aber, weil die halt auch wollen. Naja, klar. Ja, und umgekehrt haben wir andere Schulen mal angefragt, die wir kennen, die gemeint haben, ah, wir sehen da gar keinen Mehrwert und so. Das ist okay, brauchen wir aber auch nicht weitermachen dann. Das ist einfach. Aber was ich, wenn ich das als Bewegung oder Movement beschreiben würde, würde ich sagen, ihr geht mit den FrühadopterInnen, also die, die wirklich willig sind, und versucht dadurch einen Sog zu erzeugen, der dann irgendwann die anderen mitzieht in einem föderalen System. Ja. Ist das euer? Ist, glaube ich, eh die Herangehensweise im Startup, ja, wenn wir ehrlich sind. Ja. Was brutal geholfen hat bei der Lehrerschaft ist, also gerade im BAVÖ, ist die Aussage vom Land, die auch in der Presse stand, das war irgendwann im, ich will sagen im Februar, wir haben zu wenig Lehrer und ganz viele Lehrer sind krank wegen Überarbeitung. Das ist nicht eine BAVÜ. Fazit, deswegen müssen die jetzigen Lehrer mehr arbeiten. Stand ja genauso in der Presse, wo ich dachte so, Ja, und dann haben wir wieder die Burnout-Diskussion. Genau. Wir repetieren ja oder wir verschlimmern das, anstatt zu sagen, wo sind die Lösungen. Und jetzt haben wir, und ChatGPT in Code dazu, muss man auch sagen. Ich meine, die Technik gibt es schon lange, aber aus welchen Gründen auch immer ist es jetzt Hype. Und auf einmal hast du ganz viele Lehrer, die offen für die Thematik sind. Ja. Ich glaube, letztes Jahr im August hätten wir das so nicht hinbekommen. Ja. Also das ist auch glückliches Timing aus unserer Sicht. Hier schreibt jemand, aber haben die Kids nicht schon bessere Geräte daheim? Muss die Schule das anbieten? Muss die Schule eigentlich alles anbieten? Oder apropos Bildungsgerechtigkeit, weil die einen haben die Dinge zu Hause, die anderen nicht. Ich glaube ja, weil das, was wir von den Rektoren mitbekommen, ist schon krass. Ich meine, wir haben es, glaube ich, auch bei, also das habe ich jetzt mitbekommen von den Rektoren bei Pandemien gesehen, dass es ganz viele Familien gibt in Deutschland, die keinen Internetanschluss haben, sondern Mama und Papa haben 5 Gigabyte Datenvolumen auf dem Handy. Also die haben auch kein Endgerät im Sinne eines Tablets und oder Laptops. Das hat man ja gesehen. Deswegen, glaube ich, müssen die Schulen schon machen. Man kann nicht erwarten, dass das, also es gibt die Familien, die haben 8 Laptops und 3 iPads und 25 Handys. Und es gibt aber, wenn ich die Ivo sage, es ist nicht da. Und wenn wir gerecht sein wollen, dann muss das die Schule bereitstellen. Ja. Wir haben die nächste Frage. Gibt es schon Verlage, in Klammern Schulbuchverlage, im Netzwerk, die das Projekt langfristig kommunizieren? Sibyllinisches Lächeln. Ja, ich habe viel über Verlage gelernt die letzten Wochen. Wie formuliere ich es? Freundlich, konstruktiv. Verlage versuchen seit vielen Jahren, das ist meine Sicht von außen, von jemandem, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, ihre Vormachtstellung zu halten. Naja, die müssen auch überleben. Ja, die verdienen, glaube ich, ganz gut Geld seit mehreren Dekaden. Und da ist das Vorgehen im Vergleich zu dem, was wir tun, glaube ich, eher hinderlich. Ich glaube nicht, dass wir da offene Türen einrennen. Es ist eher so, dass wir mitbekommen, dass manche sagen, weil gerade die Aussage, das darf da nichts kosten. Das ist beim Verlag gehen da alle Lampen an. Aber ich sag, sorry, für die Gesellschaft können wir da leider keine Rücksicht auf euch nehmen. Ja, ich weiß, Buchpreisbindung und selber Sachen drucken, das hat euch jetzt Jahrzehnte geholfen. Auch hier, falls jemand vom Verlag zuguckt, bitte melden, wir arbeiten mit allen zusammen. Ich bin bloß der Meinung, also wir hören das auch von den Rektoren, die sagen, weißt du, wie viel Geld ich für die gleichen Bücher jedes Jahr ausgebe? Also ich kannte diese Zahlen nicht, aber das ist Wahnsinn. Informieren Sie sich mal bei Ihrer Schule, was ein Rektor für manche Sachen ausgibt. Ja, und zum Teil wird das an die Eltern weitergegeben. Wir haben zweimal im Jahr die Beteiligung an Büchern für unsere Kinder. Wir haben eine Frage im Publikum. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich hoffe, ich habe es nicht verpasst, aber wie wird KI genau eingesetzt? Also was übernimmt KI? Ist es so, um Frage zu beantworten? Also Sie haben schon ChatGPT erwähnt, das würde mich interessieren. Also ganz wichtig, die Inhalte, die benutzt werden, sind diese Videos, die von den jeweiligen Leuten, die sie gemacht haben, zur Verfügung stehen. Nehmen wir als Beispiel Daniel Jung. Und die KI wird dafür verwendet, dass wenn ich eine Matheaufgabe löse und ja mit dem System spreche, beziehungsweise mich unterhalte, dass es sagt, hey, hier ist der passende Teil aus einem Skript, der Mathe-Skript. Hier ist der passende Teil von dem Video von Daniel Jung, das nochmal in 30 Sekunden am Whiteboard erklärt, wo du genau das tust. Ja? Und hier ist die passende Diskussionsgruppe im mathefragen.de, wo sich schon 40 Leute drüber unterhalten haben, deutschlandweit, und gesagt, hey, die Lösung gäbe es auch. Das heißt, einfach nur dieses schneller den passenden Teil finden, abhängig vom Kontext. Das ist das, wofür es verwendet wird. Wir haben noch eine Frage in der letzten Reihe, während wir da hingehen, nämlich kurz eine aus dem Netz. Wie sieht es mit Studierenden aus? Werden die auch in die Studie mit einbezogen? In die Studie nicht. Warum nicht? Jetzt, weil wir da einfach mit den Schulen voll waren, ganz ehrlich. Das hat damit nichts zu tun. Also kann man genauso machen, weitergeleitet. Aber die nutzen das definitiv auch. Und was auch erst seit ein paar Jahren klar ist, also auch jetzt aus Daniel Jungs Sicht, dass ganz viele jetzt auch im Mathestudium weiterhin die Videos nutzen.
die sagen, ja, hatte ich so in der Schule nicht, jetzt ist aber Mathe so weit drin, die ersten drei Semester, jetzt muss ich mir quasi die Oberstufe Mathe, das ich bisher nicht gebraucht habe, der Oberstufe Leistungskurs Mathe fürs Studium aneignen. Das ist ja bei ganz vielen, Psychologie, ja, in allen möglichen Studiengängen. Ja, genau. Und dafür funktioniert es und das wird für die auch genauso funktionieren. Wobei ich glaube, das ist die Gruppe, die für die Adoption, für die ist es am einfachsten, weil die sind schon auf einem Level, ja, verstehe. Die lernen, weil sie wollen, die machen, was sie tun, die nutzen es heute schon. Selbstorganisation. Denen kann das helfen, genau. Ja. Ja. Wenn Sie sich netterweise, oder ihr euch kurz vorstellt nochmal. Ja, Sebastian Habler, Fernuni Hagen. Ja, für mich sind solche Ansätze eigentlich immer mehr Zeichen dafür, dass sich die Rolle der Lehrkräfte eigentlich langfristig einfach verändern wird, wie in diesem Inverted Classroom-Ansatz. Dass eigentlich, warum sollten jetzt Lehrkräfte eigentlich noch im Unterricht die Sachen beibringen, wenn sie doch eigentlich schon wunderbar im Netz zu finden sind und jetzt auch noch mit der KI viel schneller zu finden sind, dass quasi das, was früher Hausaufgaben waren, jetzt im Unterricht gemacht wird. Dass die Lehrkräfte jetzt eigentlich nur noch dazu da sind, dass man das übt, was man jetzt in der KI eigentlich schon beigebracht hat. Weil die Zeitersparnis, also mir war das jetzt neu, dass das jetzt so lange dauert, dieses Video zu finden, das zu wissen. Sondern das Problem ist, glaube ich, immer, dass die Schülerinnen zu wenig Zeit haben, das zu üben, einfach schnell wieder vergessen. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken. Wie sehen Sie das? Also den Lehrteil und das Pädagogische, davon will ich nicht beurteilen. Ich bin Informatiker, also das sollen Fachleute machen. Aber was wir sehen ist, und ich glaube, das ist auch, also die Lehrer müssen zum Erklären weiterhin da sein, weil die machen es am besten. Es gibt so viele gute Lehrer, das hat jeder von uns persönlich erfahren in seinem Leben in der Schule, die einen wirklich fürs Leben im Nachhinein, wenn wir ehrlich sind, prägen. Ja, und die können das auch besser als eine KI und die können das auch besser als ein Video. Der Trick ist auch, wenn es mir ein Lehrer gut erklärt hat und ich dann zwei Wochen später, und das sehen wir in den Statistiken, Donnerstagabends um 22 Uhr, Klammer auf, weil Freitagmorgen ist Mathe-Klausur, Klammer zu, das mir nochmal angucken will, dann ist es extrem hilfreich, wenn ich innerhalb von 4,5 Sekunden an die richtige Stelle komme, noch sehe, wie das nochmal hingeschrieben wird in einem Video und sage, ja, hab's wieder. Ja, das ist eigentlich die Idee dahinter. Also es ist wirklich unterstützend. Mhm. Ich bin der Meinung, mehr Lehrer, die mir erklären könnten, ist sicherlich immer noch besser. Darf ich dazu noch eine Frage direkt anknüpfend im Sinne der Rolle der Lehrkraft? Wir haben häufig, gerade in so naturwissenschaftlichen Kontexten oder auch Sprache oder so, wo manche der Kids sich total überfordert fühlen und echt mehr Schwierigkeiten haben als andere, die empfinden Scham, wenn es wieder heißt, oh, wieder eine 4 oder wieder, wenn eine Lehrperson das an sie adressiert. Da habe ich mich gerade gefragt, wir haben gestern von Miriam Biller diesen emotionalen Aspekt des Lernens in dieser Podiumsdiskussion ja adressiert, wie wichtig das ist. Sie ist darüber promoviert worden. Deswegen ist die Frage für mich jetzt, wenn es eine KI ist, fällt der Punkt weg? Also dieser Gesichtsverlust in Anführungsstrichen, weil ich erlebe es selbst, wenn ich mit Algorithmen irgendwas mache und sage, oh nee, war noch nicht so gut und mach nochmal smile on my face und kein Gesichtsverlust. Ja, gut, also die KI an sich selber ist natürlich überhaupt nicht emotional. Ich glaube, wenn man das einblenden kann, dass es eine Maschine ist, traut man sich vielleicht sogar in Anführungszeichen aus Sicht des Schülers mehr dumme Fragen zu stellen. Das mag sein, ja, dass diese persönliche Hemmnis, die man im menschlichen Gegenüber hat, dass die vielleicht wegfällt. Aber das ist, glaube ich, eine Studie wert, wenn das jemals funktioniert und das mehr Leute einsetzen. Also wenn das funktioniert, wäre ja schön für die Schüler. Und dann habe ich noch eine andere Frage. Wenn 207 SchülerInnen oder so haben sofort gesagt, wir machen mit. 107 in der Klassenstufe, ja. Die Theorie von Gerald Hüther ist ja motivationales Lernen. Also die lernen besser, die auch Bock da drauf haben. Ja, dieses, wenn du involviert bist und so weiter. Glaubst du, dass allein die Tatsache, dass vorne Lust reinkommt in den Trichter dieser Prozesse, in sich schon eine Art potenziellen Lernfortschritt. Es ist jetzt nicht studisch hinterlegt vielleicht. Ich persönlich glaube ja, weil so haben wir, glaube ich, alle gelernt. Ob das wirklich so ist, das sollen die akademisch beurteilen, die sich in dem Bereich auskennen. Aber dass die da echt Bock drauf hatten, das hat Lust gemacht. Was auch spannend ist, man sieht ganz wenig, und wir haben das eingebaut übrigens zum Thema Gamification, man kann der Maschine auch blöde Fragen stellen. Also die überhaupt nichts mit Mathe zu tun haben. Und das passiert ganz selten und immer erst gegen Ende der Studie, wenn die fertig sind mit den Aufgaben, dass sie mal irgendwie was Lustiges reinschreiben. Natürlich antwortet die Maschine auch lustig, wir lernen ja dazu. Ne? Aber im Schnitt sind die wirklich konzentriert an ihren Matheaufgaben und machen sonst nichts anderes. Ja, toll. Stefan hat noch eine Frage. Stefan hat eine Menge Ahnung über ChatGPT und kann sogar Gedichte damit schreiben und Haikus und so. Das ist aber eine tolle Ankündigung. Sorry, das war jetzt das PS. Vielen Dank. Ja, man merkt, ich bin hier vom Team KI Campus. Das hat sich schon rumgesprochen. Danke für den tollen Vortrag. Klingt wahnsinnig spannend und natürlich können wir auch noch eine Menge lernen als KI Campus von solchen Projekten. Wir wollen ja auch besser werden. Aber was ich gerne wissen würde, wie
Du hast erzählt, ihr sammelt die Daten ja nicht nur aus eurer Plattform heraus, sondern ihr vernetzt ja auch mit anderen Ressourcen, die schon stark benutzt werden. Wie sammelt ihr diese Daten? Wie erfasst ihr das? Weiß ich selber, was da über mich mit getrackt wird? Und habt ihr überhaupt eine kritische zweite Frage? Sorry, hänge ich noch kurz an. Könnt ihr mit diesen Testgruppen eine kritische Masse erzeugen, die dann wirklich repräsentativ auch für die Skalierung funktioniert? Ist natürlich immer genau. Also für die Studie ja. Ich meine, deswegen kann man das mit T-Tests und Co. ja vorher in der Statistik sagen, wie viele Schüler bräuchten wir denn für die Studie, um überhaupt eine Aussage treffen zu können. Ja, deswegen brauchst du einige hundert dafür. Was die Daten angeht, ist ganz spannend. Aus unserer Sicht, was wir tun, und da, also wo wir herkommen, Semantikverwertung, wir nehmen gar keine Daten von irgendjemandem. Die Probanden oder die das später nutzen werden, deren Daten werden auch nicht für irgendwas verwendet, weil das im System schon da ist. Was verwendet wird, sind die Videos und Inhalte derer, und mit Videos jetzt eben beginnend, die diese YouTube-Videos machen. Mehr ist da als Datengrundlage nicht drin. Ja, was wir sehen, ist, wie es benutzt wird. Aha. Und wir sehen wahrscheinlich, was teilweise besser und schlechter funktioniert. Wir sammeln aber Stand heute keinerlei Daten von den Benutzern. Okay, also das heißt, Datenschutz ist auch auf Seite derer, die mitmachen, kein Thema, wo sie wahnsinnig besorgt wären? Nee. Okay. Nee, das sonst auch nicht. Also, und man, sie sind auch anonym natürlich, auch die Schüler, die heißen dann KN73. Da sehen wir nur, dass eben die lustigen Fragen anzukommen oder so Zeug drinsteht wie, boah, mir ist langweilig und dann das System antwortet dann aber auch sagt, ja, mir auch, weil keine Fragen stellst. Ne? Aber auch Humor da, im Unterricht, was für eine Kraft. Gamification ist super wichtig. Ja, glaube ich also, total. Macht Spaß, auch blöde Fragen zu stellen. Glaube ich total. Kommen wir zu einem anderen Aspekt. Hier schreibt noch jemand, ich denke, KI-Lösungen können auch mehr Zeit und Freiraum schaffen für Beziehungsarbeit und direkte Interaktion zwischen Lehrenden und SchülerInnen. Und dann schreibt jemand ja, wobei wir auch nicht vergessen dürfen, dass die digitale Dividende die Lehrkräfte auch entlasten sollte. Die aktuelle Überlastung muss wieder zurückgefahren werden können. Schlimm, wie utopisch das gerade klingt. Aber das nochmal ernst gemeint, diese Beziehungsarbeit. Meine Tochter war in der Schule im Aufbruch. Da, die haben nur noch mit Kästchen selbstorganisiertes Lernen gemacht und die haben erstmal gar keine Lehrkraft gefragt und irgendwann, so, das war nur noch Beziehungsarbeit in Anführungsstrichen. Ja, auch hier müssen wir die fragen, die Sie mit auskennen. Also das Feedback, das wir unter anderem von den Mathelehrern bekommen, ist, wenn Sie sagen, wenn wir teilweise wieder Vertretungsstunden haben, wieder Kollegen krank sind, zu wenig da sind, ich habe Klassen, wo ich weiß, was ich mache, wenn ich denen sagen kann, hier sind Aufgaben, hier ist das System, läuft euch an, macht das, haben die mehr davon, wie wenn ich heute das denen nicht tun kann oder ihnen nur ein Blatt Papier hinlege, wo sie keinen Bock drauf haben. Das heißt, diese 45 bis 90 Minuten sind sinnvoller genutzt. Das ist bei weitem nicht perfekt, aber im Rahmen dessen, was Stand heute passiert, weil ich gelernt habe, dass 22% des Unterrichts im Gymnasium im Schnitt ausfällt, wenn es nur noch 16% sind, haben wir... Ja, oder fachfremde Lehrende, die die Vertretungsstunden und alle sagen so, oh. Das haben die auch gesagt. Ich kann ab 9. Klasse in Schulen im Schnitt, kann ich da als Geschichtslehrer reingehen und sagen, wer eigentlich Mathe... Das sind die Aufgaben, oh, ihr wisst, lockt euch ein, legt los. Ich gucke nur, dass die nicht anfangen, sich zu verprügeln. Aber das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Wir kommen jetzt in die Schlusskurve, wenn ihr noch Fragen habt oder auch im Netz noch Fragen habt. Die Frage des Peer-Learnings, weil wir sitzen ja alle vor unseren Rechnern. Mich würde jetzt interessieren, inwiefern arbeitet ihr daran, in dieser Studie zu sagen, cool wäre doch Peer-Learning first oder so in diesen Prozessen? In der Studie gar nicht. Weil, also das initial, was die Schüler machen wollen, aber wir müssen ja eben auf mehrere der hunderten Probanden messen, was denn passiert mit einem Einzelnen oder der Einzelnen. Insofern ist das nicht im Peer, aber ich sage nachher, wenn du die Aufgaben machst, ist das vom Prinzip egal, ob wir zu zweit an so einem Ding sitzen oder das gemeinsam machen. Ich glaube sogar hilfreich, wenn wir ehrlich sind. Aha. Jetzt zu messen, müssen sie es einzeln tun, alle haben Kopfhörer im Ohr. Ne? Okay. Muss man Abstriche für die Studie machen. Interessant, wir haben totale Paralleldiskurse im Chat. Super, dass du das auslöst. Leider seid ihr nicht alle vor Ort. Ganz kurz, die Frage nochmal, wie lange hält die Motivation an, wird eine Studie die ihr da sehr säht? Also die Aufgaben sind so gemacht, und das ist natürlich auch im Sinne von des Studienentwurfs so, man kann die in der Zeit der 90 Minuten, die Schüler haben, gar nicht schaffen. Ja, also selbst mit der, es geht nicht. Ja. Das ist aber okay, das wissen die Schüler aber auch. Die Frage ist bloß, wie weit kommen sie denn? Wir sehen, je nachdem, dass manchmal so nach 70, 75 Minuten fällt es dann ab. Ah, die Kurve. Dann ist so jetzt, es gibt halt auch ein paar Aufgaben drin, wo man sagt, die sind halt auch knackig. Ne? Und dementsprechend hast du dann halt, dass man gesagt hat, ich bin jetzt auch raus. Und das ist okay, glaube ich. Dann sieht man, dass die Anfragen ein bisschen weniger werden. Dann kommt diese 5 Minuten Pause. Dann werden die Anfragen wieder mehr und dann kommen halt ein paar von diesen Ja, könnte man, lustigen man könnte ja Anfragen. Den Unterricht rhythmisieren, genau nach solchen Aufmerksamkeits- und Biorhythmuskurven. Okay, letzte Frage, kurze Antwort.
Nochmal kurz, wie finanziert sich ein solches Projekt langfristig, wenn es eben für all die, die später reingekommen sind, nichts kosten soll? Das Angebot soll kostenlos sein, das ist die Vision und die Realität. Wie finanziert ihr euch? Also Stand jetzt bezahlen wir das als Firma zu 55% und das Land zu 45% bis Ende des Jahres. Ab dann ist es einfach so, jetzt eben mit den Anfragen von den verschiedenen Stiftungen, dass wir sagen, hey, Software und Co. könnt ihr alles so haben, Betriebskosten, die werden da sein. Sehen wir, dass die natürlich im besten Falle jemand trägt. Da sprechen wir schon mit einigen, deswegen, wer da Lust hat, mitmachen. Mein Wunsch ans Universum wäre, weil wir das ja auch bei Firmen machen, dass ich bei einer Firma sage, du kaufst das für E-Learning intern, ein Teil dessen, was du bezahlst als Lizenz, geht da rein, dass das bezahlt wird, dass es für alle anderen kostenfrei bleiben muss. Okay, ich glaube, wir sprechen wieder. Super, Sven, toll, dass du da bist. Dankeschön. Klasse, vielen Dank.